Ich habe mich schon in unterschiedlichen anderen Zusammenhängen schriftlich beschäftigt mit Pädagogen aus Thüringen, zum Beispiel mit Erhard Weigel als Astronom oder auch mit Friedrich Fröbel und mit Johannes Daniel Falk. Und dann kam mir so die Frage, gibt es da noch mehr? Kann man das vielleicht einmal systematischer untersuchen, inwieweit Thüringen da einen besonderen Stellenwert hat in der Hervorbringung von Pädagogen, die auch über ihre Zeit hinaus prägend gewirkt haben. Und wir sprechen da jetzt ja von einem zeitlichen Rahmen, der geht los im 17. Jahrhundert mit dem Erhard Weigel und weit hinein bis ins 20. Jahrhundert. Und viele der Pädagogen haben ja auch noch nachgewirkt. Die Universität Jena spielt in dem Kontext der Reformer der Pädagogik in Thüringen eine ganz zentrale Rolle. Sie wurde ja nach dem Verlust des Schmalkaldischen Krieges 1548 gegründet von Johann Friedrich, der ja die Universität Wittenberg eingebüßt hatte. Und diese Universität wurde dann speziell auch im 17. Jahrhundert ein ganz großer Wissensfokus. Und dort wurde zum Beispiel der erste Pädagoge, den ich behandle in dem Buch, Erhard Weigel, zum Mathematikprofessor berufen. Und als solcher war er auch Astronom und war für Festungsbauten und Architektur in Jena zuständig. Und er sah die Mathematik als Basiswissenschaft überhaupt an. Im Grunde war er nur im Nebenberuf dann Pädagoge geworden, weil er nach dem Dreißigjährigen Krieg, also wir bewegen uns jetzt wirklich in der Mitte des 17. Jahrhunderts, 1653 ist er berufen worden, dann anfing zu beobachten, wie die Kinder verwilderten, wie die Eltern eigentlich nicht mehr die Fähigkeiten besaßen, ihre Kinder gut zu erziehen. Und so hat er in seinem Privathaus in Jena eine Schule gegründet und die wurde dann nach einigen Jahren als öffentliche Schule sozusagen unterstützt von dem Herzogtum. So ging das ganze Pädagogikthema und verbunden mit der Universität Jena los. Und auch Salzmann, Gotthilf Salzmann, der Gründer der Schule in Schnepfenthal, war in Jena immatrikuliert, sollte eigentlich erst Pfarrer werden. Aber auch er ist in diesem sehr, sehr guten Wissensklima groß geworden und seine Ideen konnten dort geprägt werden. Gleichwohl auch Freimaurer, andere Zeit, etwas später, Goethezeit, Goethe hat ihn besucht. Aber hier auch die Universität Jena ist prägend. Für die beiden dann von mir behandelten Pädagogen Falk und Fröbel ist Jena nicht prägend gewesen, aber dann für die letzten, denn gerade im 19. und 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte, war Jena wiederum in der Pädagogik eine ganz führende Universität, und zwar vor allen Dingen deshalb, weil der Universität auch eine Übungs- oder Versuchsschule angeschlossen waren, die erst 1950 dann geschlossen wurde. Und wo dann im Grunde die neuen pädagogischen Theorien der Pädagogen ausprobiert werden konnten. So hat auch Peter Petersen diese Universitätsschule geleitet und dann dort seine Versuche gemacht mit seiner Jena-Plan, kleiner Jena-Plan-Methode. Der Aufbau des Buchs ist relativ simpel. Ich beginne mit dem am frühesten geborenen Pädagogen, mit Erhard Weigel, und höre mit dem sechsten Behandelten, mit Peter Petersen, auf und stelle zunächst mal immer deren biografische Situation dar.
dann bette ich den pädagogischen Kontext und den historischen Kontext ein, stelle dar, was sie gedacht und geschrieben haben und wie sie als Pädagogen überhaupt gearbeitet haben. Und am Schluss frage ich nach der Relevanz dieser Theorien und Praxen für heute und suche die Nachwirkungen der pädagogischen Tätigkeit der 6 Personen auf. Wir haben ungeheure Nachwirkungen gehabt, also begonnen mit Erhard Weigel, der letztlich der Begründer der Real- und Gewerbeschulen, Berufsschulen geworden ist. Ja. Also sein Fokus auf die Mathematik als Basiswissenschaft, die hat dazu geführt, dass man diesen Naturwissenschaften in der Folge eine ganz große Bedeutung beigemessen hat und dieser Mensch ist unbestritten von großen Nachwirkungen. Dann kommt Salzmann. Salzmanns Schule existierte über Jahrhunderte in Familienkontexten. Also ein Schwiegersohn, ein Sohn, ein Enkel und so weiter. Die hießen dann alle Ausfeld, aber sie leiten sich auf Salzmann zurück, haben diese Schule weitergetragen bis ins 20. Jahrhundert. Und dann bricht diese Tradition zwar ab, aber die Schule als solche in Schnepfenthal besteht und zwar bis heute mit einem schon damals begründeten Profil als besonders für die Sprachen hervorragend geeignete Schule, wo man 4 Sprachen etwa lernen kann. Dann kommen wir zu Falk. Und bei Falk ist natürlich die ganz große Bedeutung, dass er das Rettungshaussystem und die Sozialpädagogik begründet hat letztlich. Der uns auch geläufige Pädagoge Wiechern in Hamburg und dessen Raues Haus leiten sich unmittelbar von Falks Aktivitäten in Weimar her. Und als solcher ist dann Falk tatsächlich der Begründer der Sozialpädagogik in Deutschland. Die Frage, warum zum Beispiel man sich um verwahrloste Jugendliche kümmern muss und dergleichen, das sind Dinge, die Falk nach dem Krieg 1806, der verlorenen Schlacht von Jena und Auerstedt, einfach für sich als Impuls der unbedingten Erfüllung seiner Mission sah, und zwar in einer Situation, wo er selber gerade 3 Kinder verloren hatte an Krankheiten. Also ein bedeutender Pädagoge mit großer Nachwirkung. Friedrich Fröbel, der dann etwas später kommt, ebenso. Friedrich Fröbel ist der Begründer der Kindergartenpädagogik, des Berufs der Kindergärtnerin. Nicht nur hat er für das Kind ein so großes Verständnis bewiesen und dessen viele Phasen der Entwicklung aufgezeigt und eine unterschiedliche Behandlung auch in der Pädagogik des Kindes eingeführt, sodass eigentlich bis dato ja nicht bekannt war, dass ein Kind vor dem Eintritt in der Schule auch einer Pädagogik bedürfte. Das ist alles Friedrich Fröbel zu verdanken. Und Fröbel Kindergärten gibt es in Deutschland. Das ist der größte private Träger von Kindergarten, Horten, Schulen in Deutschland. Also die Nachwirkung ist unbedingt groß. Und jetzt kommen wir zu Hermann Lietz. Hermann Lietz ist der Begründer der Landerziehungsheime und der Landerziehungserziehung. Er hat zahlreiche Landerziehungsheime gegründet und seine Schüler haben ebenso weitere Landerziehungsheime gegründet. Und es gibt noch sehr viele Hermann Lietz oder Lietz-Schulen in Deutschland. Sie sind in einer Stiftung versammelt und diese Schulen haben alle einen besonderen Fokus auf Selbstständigkeit, auf Gruppenaktivitäten, auf Naturbezogenheit. Heute auch stark der Umweltcharakter wird gegründet.
da hervorgehoben. Aber sie sind alle unterschiedlich auch profiliert und sie gelten als wirklich sehr, sehr gute Schulen. Klammern wir mal die eine Sache aus, nämlich die Odenwaldschule. So, und jetzt kommen wir zu Peter Petersen. Peter Petersen mit seinem kleinen Jena-Plan ist vielleicht sogar der allerwirkmächtigste der Pädagogen, die ich da vorgestellt habe. Insofern der kleine Jena-Plan bis heute in 68 Schulen verwirklicht wird. Allerdings wird er als eine Grundstruktur angesehen heutzutage und mit Recht, die jede Schule für sich modellieren kann, also eigenständig profilieren kann. Dann gibt es 8 Schulen in Österreich nach dem kleinen Jena-Plan und man höre und staune, 230 Basic Schools in den Niederlanden, die nach dem Jena-Plan arbeiten. Wirkmächtiger kann das nicht sein.